Ich bin Maya Zahler, die Autorin von Ödipus und gleichzeitig die Dramaturgin des Stücks. Und wir sind hier im antiken Theater von Epidauros. Das Stück ist in Auftrag vom Athens Epidauros Festival. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass hier seit Gründung des Festivals ein Stück uraufgeführt wird. Das Stück ist ein neues Stück, aber es ist inspiriert von dem Mythos von Ödipus und von Sophokles' Stück Ödipus. Aber es ist in die Neuzeit versetzt, also es greift Motive und Konflikte aus dem Original aus, aber hat auch ganz neue Figuren und es handelt von einer deutschen Unternehmerfamilie, die in Griechenland Urlaub machen. Das Stück untersucht, was passiert, wenn sich ein Leben von einer Sekunde auf die nächste komplett verändert. Also wenn der Boden unter den Füßen der Figuren weggezogen wird. Bei mir ist es nicht nur die Figur, die sich auf Ödipus bezieht, sondern auch die Figur von Jokaste, der Mutter. Bei mir heißt sie Christina. Und das ist quasi der Grundkonflikt, der geblieben ist. Und es geht auch um Fragen von Macht. Mir war wichtig, dass in dem Stoff genauso viele Frauen wie Männer vorkommen und dass die Geschichte von Jokaste gleichwertig erzählt wird und dass es nicht nur ein reiner Männerstoff ist. Ja, wie viel Ödipus ist im Ödipus noch drin? Es sind im Grunde Motive und Konflikte, die da sind. Was es nicht mehr gibt, sind die Götter und den Chor. Weil unser Ansatz war, dass der Urstoff Ödipus davon handelt, vom Hubris eines Mannes, der gegen den Willen der Götter verstößt. Und das ist was, woran ich und auch Thomas Ostermayer heute nicht mehr glauben. Wir glauben schon, dass man sein Leben selber bestimmen kann. Deswegen ist das weggefallen aus dem Stoff.